Schokoladenfan wieder verstehen, hoffe ich mal. Guten Tag, liebe Leute. Es ist Zeit für Motto-Tag. Welche Map haben wir denn hier? Diese. Und zwar ist heute Weltschildkrötentag. Und deswegen spiele ich Terraner. Das ist der Plan. Könnt euch denken, was kommt. Nicht wahr? Ich bin sehr gespannt, ob ich irgendwas schaffe oder nicht. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie 50-50, dass da was einigermaßen okay ist bei rumkommt. Ich werde wahrscheinlich verlieren. Es geht mir aber auch einfach nur darum, die Bunkermöglichkeiten ein bisschen kennenzulernen. Und nicht darum, zwingend hier zu gewinnen. Ich möchte einfach nur einigermaßen okay hier Quatsch machen. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Denn dafür ist natürlich Terran hier einfach das Beste, was man machen kann. Wir haben hier eine ordentliche Choke. Wir haben hier natürlich viel Raum, den man zubauen muss. Das heißt, da muss ich wahrscheinlich was anderes machen. Hier könnte ich auch einfach expandieren. Ich hätte auch einfach rüberfliegen können, fällt mir dabei gerade ein. Ich hätte auch einfach weiter Worker bauen können. Wäre auch schon eine gute Sache gewesen. Aber eins nach dem anderen, ne? Gehen wir rüber, bauen wir gleich die Echse hier. Schauen mal, was es uns so bringt. Na komm. Und ja, baue ich hier aus Prinzip natürlich auf der sicheren Seite des Ganzen. Wir haben ja hier keinen Zwang, irgendwas schnell oder so zu machen. Denn wir wollen ja langsam spielen. Das ist ja gar kein Problem. So, Marine bauen. Schon wieder viel zu spät. Wahrscheinlich kriege ich hier gar keinen Overlord oder so. Vielleicht kommt er auch gar nicht rüber mit dem Overlord. Wer weiß das schon. Hat immer noch keine Orbital. Baue ich jetzt mal hier nach. Ich spamme jetzt schon mal das R, damit hier das Ganze läuft. Um da nicht noch weiter Zeit zu verlieren. Da haben wir beide. Die ist noch nicht auf der 3. Wegwerfende Ding. Oh nein. Na gut. Ja, das Ding ist, da passiert ja nichts. So, jetzt ist die Frage, macht er ein Banding Nest? Insufficient Vespine Gas. Nein, grab dich aus. Das muss runter. Du musst dahin. Da kommt noch ein Tank. Noch ein Tank vor allem. Da kommt ein Tank. Da kommt das. Dann brauchen wir das. Dann brauchen wir die Armory auch dazu. Aber erstmal brauchen wir mehr Worker. Ich habe so wenig. Obwohl, ich habe hier gerade alle rüber geschickt. Never mind. Vielleicht sollte ich hier das bauen. Der Marine ist rübergelaufen, das ist schon mal gut. Dann ist jetzt, glaube ich, Zeit für einen Bunker hier unten. Da kommt der erste Tank hin. Die Armory wollte ich bauen. Zack, zack. Ein Viking kann auch nicht schaden. Add-on complete, auch das schadet nicht. Oh, Depots.
So, will ich wissen, was er macht? Die Antwort ist ja. Bots, Boarcrawler, Roach, Hydra, jede Menge Linge laufen da gerade rum. Okay, ihr seht mich, wie ich hier auch Dinge tue, die keine Ahnung, wie sinnvoll sie tatsächlich sind. Ich natürlich begrenztes Terrain, aber ich habe schon wieder 1400 Mineralien. Das ist tatsächlich gar nicht so gut. Ne, nicht Ship, ich will die Weapons. Die Armory habe ich, das heißt, ich kann Tore bauen. Tanks und Tore, immer gut. Ich gehe davon aus, dass ich hier auch ein bisschen Defense bauen muss, denn er baut Roaches und er wird hier durchkommen wollen, früher oder später. Ich habe da noch nicht mal das Dings gebaut, ne? Das ist auch ganz schön mies. Ja, Vespingras brauche ich natürlich auch, ne? Der muss vielleicht da schon mal vorgesorgt werden. Die Marines können da rein. Der geht dahin. Endlich mal Stim. Dann noch ein Tank. Ja, es gibt so viel zu tun als Terraner und ich habe so wenig Gas. Tor ist hier. Sehr gut. Okay, Hydra. Die Hydra-Upgrades kommen. Okay, da war ein Overlord. Nein, jetzt kommt runter hier. Mach doch mal Schaden. Okay. Sagen wir calculated. Auch wenn es natürlich eine dreiste Lüge einfach ist, ne? Ich weiß gar nicht, ob der jetzt den Tod gemacht hat. Worker eigentlich. Hier, da können ein paar runter. Ich habe schon wieder viel zu viel Ressourcen. So, Tank, Tor, Viking, Liberator. Dann noch ein Tank. Na, ihr beide eben dahin, ihr beide dahin, dann die CC, dann Turrets. Dann noch eine CC, I guess. Ah, ich hab schon wieder viel zu wenig Stuff. Viel zu wenig Stuff. Und ich brauche das Vespingas, ne? Alle ans Vespingas. So, vielleicht sollte ich auch einmal das und das alles da runter. Dahin, noch ein Tank, noch ein Tank. Da auf jeden Fall Tech Labs. Da schon mal mit Depots anfangen. Wieso läufst du denn hier hinten? Ach, der kann nicht dahin, wo er hin soll, ne? Tankposition nicht ganz gut. Okay, aber er hat drei Bases und ich auch. Das ist gar nicht so scheiße, würde ich sagen. Aber wir haben ja auch Bunkermotto, ne? Da muss ich auch. Ich muss ja weiterhin in dem Szenario drin bleiben. Ich würde sagen, das klappt ganz gut.
So, hat geklappt, ne? Ich gehe jetzt mal ein bisschen Overlord hunten. Ne, nicht Medivacs. Ich brauche noch mehr Vikings. Ich brauche mehr Tore. Ich brauche mehr davon. Ich brauche mehr Tore und mehr Tanks. Hier muss ich dann jetzt langsam wieder zusehen, dass ich das Ding wieder dicht mache. Eigentlich wollte ich da auch einen zweiten Tank hinstellen, aber irgendwie habe ich schon wieder nicht genug Dings hier. Gas. Ja, die haben noch keinen Overlord gefunden. Was ist denn hier los? I like it. Nee, ich like das nicht. Ich will, dass ihr Overlords findet. Macht sie kaputt. Okay. Einer davon muss jetzt aber hier noch das bauen. Und vielleicht das und das. Ich habe auch einfach gar keine Marines. Okay, alles darüber. Nein! Oh, ich habe alles verloren. Nein! Die Defense, die slippt. Nein, das war's, liebe Leute. Das kann ich nicht mehr halten. Das schaffe ich nicht. Ich werde es nochmal versuchen, aber das, seien wir ehrlich, ist durch. Da komme ich nicht mehr hin. Das ist durch, liebe Leute. Das ist durch. Alles Bunkern hat so mittelmäßig geklappt. Aber zwei Angriffe abgewehrt. Ich würde sagen, ist okay. Für den ersten Versuch. Und dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein, Leute.